Hallo und willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Wir gucken uns jetzt mal hier vorm Haus ein bisschen um. Erstmal hier die Mülltonne. Na gut, dann werde ich mal Ja. ein einzelner Gummihandschuh und eine Oh. Vorratsspeiche. Nicht gerade eine Oh, du herausragende Pennerin. Ausbeute. Pennerin. Da ist nur noch stinkendes und vor Ja, sich fass noch mal rein. hinbrennendes Vielleicht ist Zeug eine drin. Windel drin. Hast die Das ganze fasse ich Kacke an bestimmt der gleich Hand noch mal ab. kleben. Darf ich fahren? Das Staufach im Sitz ist abgeschlossen. Wir haben doch Schlüssel. Jetzt ist das Staufach offen. Ha, geht doch. Mein Handy und meine Aha. Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch Ja, geklaut das wäre von Vorteil. Ich weiß nicht, wieso man das überhaupt im Motorradsitz lagert, aber Fahrrad. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Das Einzige, was man hier noch gebrauchen kann, ist die Na, Luftpumpe. Luftpumpe, okay. Gibt's sonst noch irgendwas? Hier haben wir Eimer, da haben wir noch was. Gucken wir uns erstmal hier um. So, auf. Der Wir wollen ja Eimer nicht ist zu voll viel mit Zeit da Wasser. verschwenden. Oh, toll! Nehmen wir mit. Huch, der Griff ist einfach abgerissen. Okay, jetzt haben wir einen Henkel. Ohne Griff kann ich den. Jo, dann war. Hier war doch noch was, gell? Ja, da, sehr schön. Und da sind auch noch Sachen. Erstmal hier Eine Kiste. Kiste voller Gerümpel. Das schreit schon danach, dass ich darin was finde, was mir. Was soll dir denn helfen? Ich verstehe nicht, wieso sie Ein überhaupt ganzer so Haufen nach Sachen sucht Zigarettenkippen. und alles Da einsteckt. scheint wohl ein Kettenraucher am Werk gewesen zu sein. Seltsam. Oh, das ist Da geht's wirklich runter in die mysteriös. Kanalisation. Ja, vielleicht mal da rein. Vielleicht ist der wer reingeflohen. Nehmen wir mal Motorrad. Ach so, ich darf jetzt fahren, aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen mich hier im Haus umgucken. Vielleicht haben wir ja jetzt was gefunden, was uns hilft. Wir brauchen hier ja ein Passwort und hier war ja, glaube ich, noch irgendwas, was wir nicht aufbekommen haben. Hier, oder? Da konnten wir ja nicht rein. Vielleicht damit? Nein. Mit der Luftpumpe? Ha. Probieren wir mal ein bisschen rum. Mit der Radspeiche kommt man da. Ah, mit der Radspeiche kommt man natürlich da rein. Hab es. Eine Kassette. Seltsam. Lass Lipider mich Apfel. raten, da steht irgendwas Die drauf. Kassette, die ich aus dem Spalt im Fußboden gefischt. Hatten wir nicht irgendwie. Ach so, den haben wir ja kaputt gemacht, weil da Batterien drin waren, oder? Hm, oder? Kann ich den. Nee, die Kassette kann ich auch nicht am Computer hören. Gucken wir uns den Schreibtisch nochmal an. Haben wir hier einen Kassettenplayer? Da wollte ich jetzt eigentlich die Batterien reinsetzen. Da war aber nur die Antenne kaputt, oder? Und jetzt? Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Okay, nochmal. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Ja, ich. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Ja. Okay. Das sagt mir jetzt noch im Moment nicht so viel. Also gucken wir mal draußen. Hier stand ja ein hübsches Auto. 2 und 3. Da geht's runter in die Kanne. Okay, wie viele Löcher sind denn da? Meint er vielleicht die? Oh. Okay. Was meint er nur mit Wächter? Ach so, ja, ich glaube, ich weiß, was er meint.
Ich glaube, ich weiß, was er meint. Also am Auto, Passwort geschützt. ja, hatten wir ja Zwei. zwei als erstes und drei Drei. als letzte Ziffer. Wir hatten 16 Löcher am Kanaldeckel durch 4 Vier. macht 4. Und dann waren da zwei Steinstatuen, wenn ich mich erinnere, vorm Museum. Und da er da arbeitet, denke ich mal. Zwei. Kein Wunder, dass Papa sich die Ha! Zahlenkombination auf Bin ich Kassette gut. gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Ah, ich bin da jetzt aber ziemlich schnell drauf gekommen. Ah, dann Man gucken wir liest uns keine das Mails von doch mal anderen an. Leuten. Boah. Andere sagen, im Posteingang sind nur zwei Aha. Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der Okay. 80. Beides fasziniert mich nicht Der übermäßig. Faller Der ist etwas Ordner gelöschte komisch. Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist was an einen ok@nms.de betreff, Tunguska. Aha. Könnte interessieren. Hallo Oleg. Lange nichts von Okay. dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu Wow, verarbeiten. was für eine Wegen deiner Sache. Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich habe die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich habe mir damals geschworen, das Okay. Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Papa hat die Typen einmal Okay. unterschätzt und darf. Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ja, Ich muss aber dringend Kontakt da mit hat sich diesem Oleg wohl aufnehmen. irgendwer am Vielleicht Auto weiß zu der schaffen etwas, was mir gemacht. weiterhelfen kann. Also suchen wir einen gewissen Oleg. Gibt es sonst noch irgendwas eigentlich nicht? Hier Am könnte Auto ich. die. Was? Na, das ist jetzt Papas egal. alter Welt? Okay. Dann denke ich, wenn wir diesen Oleg suchen müssen, ich fahre jetzt einfach mal wieder zum Museum, weil hier scheint es ja nichts mehr zu geben. Ah, hier gibt's aber mehr. Zum Beispiel hier ein Die Kleine Mädchen. sieht irgendwie. Boah. Klauen wir ihr Fahrrad, können wir leider nicht, aber Ein gelbes angucken können wir. Fahrrad. Hallo? Hallo, Kleine. Hallo. Hallo! Was machst du denn hier so ganz allein? Wer bist Ich du? heiße Mina. Oh, hallo. Also, erzähl mal. Ja, ich Ja! auch, aber ich habe mit. Nach Hause zu gehen? Ja, ich Aha. werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Oh Gott! Mein Fahrrad. Und deswegen hast du hier draußen in der Die Kälte gemacht? Kamera und das Wie Fahrrad ist denn das kaputt. passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt. Ich hatte Angst. Aha. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß Beutlin, also im Gebüsch und plötzlich Auenland. bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann habe ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Sie haben mich angeschaut. Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Das war so Nazgul. schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch. Irgendwann habe ich Oh. dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Oh Die Kamera Gott. habe ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Ja. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, habe ich. Hilfst du mir? Nein, das besser nicht. Ähm, Ich werde dir helfen, die Sachen wieder. Deine Eltern machen sich. Na gut. okay. Was ist denn mit deinem. Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der. Dabei ist das Aha. Rad ganz neu und meine Mutter hat. Keine Sorge. An Würdest du das tun? Platten. Klar, kein. Ich weiß nicht. Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Okay. Kamera. Ja, schon verstanden. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung. Yo. Zeig doch mal dein. Erst mein Fahrrad. Du bist ganz schlecht gemacht. Recht hat sie. Dominus. Bis später. Okay, Aber ich Fahrrad muss wieder. reparieren. Ja. Fahrrad reparieren. Puh. Okay. Den Gummihandschuh können wir doch sicher irgendwie. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir den eher. Ahaha. Sag mal, hier war doch dieses Fahrrad. Können wir leider nicht verwenden. Sag mal, sag mal. Irgendwie muss das Ganze doch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir das hier verwenden, um den Reifen zu flicken. Mit dem Klebeband hier. Und dann aufpumpen. Aber das scheint ja nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Können wir eigentlich hier dieses Schloss aufmachen? Nein. Was kann man denn sonst noch machen? Den Pflock können wir doch sicher ins. Oh, nee, geht auch nicht.
Das haben wir eigentlich noch gar nicht probiert, das Handy. Das Ding hat allen möglichen. Boah, ist langweilig. Wieso darf ich das denn nicht aufs Fahrrad machen? Das wäre doch eine sehr logische Sache. Oder? Der Schlauch hat ein. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Ah ja. Das geht so nicht. Keine Aha. Ahnung, ob der Gummihandschuh als Geht doch. provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Also es funktioniert schon, nur hier will er noch nicht ganz. So, jetzt habe ich den Handschuh. Hahaha. Ich sollte erst mal das Loch im Reifen. Ach so, erstmal das Loch. Der Schlauch ist definitiv kaputt. Und jetzt bräuchten wir Wasser. Wasser bräuchten wir eigentlich. Ich sollte erst mal das. Wasser, wo war denn Wasser? Wasser, Wasser. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hatten wir noch irgendwie Wasser dabei? Wasser, Wasser, Wasser? Nee, anscheinend ja nicht. Der Schlauch hält die Luft aber auch ziemlich lange. Was machen wir denn jetzt? Nee. Das Museum ist geschlossen und Max meinte, er. Ach, wir hatten doch einen Wassereimer daheim. Oder? Ah, geht doch. Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und be so, hab. Okay, und jetzt? Hoffentlich hält der Handschuh dem. Hat doch geklappt. Und dafür haben wir nur eine Menge Sprit verschwendet, was die Umwelt schädigt. Aber wir haben einen Reifen provisorisch geflickt. Wahrscheinlich platzte irgendwie auf und das Mädchen baut einen Unfall und wird vom Auto überfahren, aber so schlimm ist es ja auch nicht. Hallo, Hallo, ich habe dein Babybär. Rad repariert. Ich habe das Loch. Echt? Wie bitte? Na, vielen Dank. Und? Ich nehme das jetzt mal als Sie ist Kompliment. Und wir. Motorradmechanikerin, Ja, das okay. wäre super. Bis Wir haben eine später. Du Kamera. kommst wie. Klar, mach die. Nein, die Kamera behalte ich jetzt. Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll. Kann ich hier irgendwie. Ha! Wer sagt's denn? Funktioniert doch. Die Batterien waren einfach nur leer. Das Jetzt Kind bin ich ist mal dumm wie gespannt, was auf den Scheiße. Bildern zu sehen Oh, ist. ich aber auch. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Helmen. Nazgul! Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Sie hatten ja Dann auch könnte keine. Eddie doch recht gehabt haben. Okay, ja, da ist aber jetzt auch nicht so viel drin. Oho, sehr spannend auf jeden Fall. Soll ich das jetzt eigentlich ihr zurückgeben? Hallo, bin wieder. Oh, hallo. Hier, ich hab deine. K Wirklich? Super. Du hast es. Gern geschehen. Hier, dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Oh, Okay, vielen Dank. Sie haben einen Jetzt aber schnell nach Magneten Hause. Deine Eltern werden erhalten. sicher schon ganz Wollen krank sein Sie? vor Sorge. Ich kann das derzeit leider. Okay. Hä? Wo ist meine Maus? 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 Ah, da ist sie doch. Ach ja, was mir aufgefallen ist, Camtasia macht ein bisschen Scheiße. Zeigt nämlich immer noch meinen normalen Mauscursor drüber. Also, ja, den ich normalerweise auf dem Desktop hätte. Den sehe ich aber nicht, den sehe ich nur später im Video, was Schwachsinn ist. Naja. Auf jeden Fall, wir machen die restliche Show, oder das ist ja noch eine Menge, denke ich mal. Ich glaube, das Spiel war ziemlich umfangreich. Naja, wir machen die anderen Sachen beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss.